YouTube. Servus Leute, ich bin der Tobi und das ist Quickshot. Viel Spaß. In der ersten Episode von Quickshot möchte ich euch zeigen, wie ihr am besten Reis kocht. Und zwar wurde ich in den letzten Jahren immer mal wieder gefragt, welches Verhältnis brauche ich beim Basmati, welches Verhältnis brauche ich grundsätzlich beim Langkornreis. Das ist eigentlich total simpel. Ich habe euch das mal hier in Form von einem Glas hergerichtet. Und zwar seht ihr jetzt in etwa die Höhe von dem Reis. Jetzt nehmt ihr so einen Kochlöffel und packt den Kochlöffel in den Reis. Dann markiert ihr diesen Kochlöffel und genau das ist die Höhe, die an Wasser oben aufliegen muss. Okay? Ich habe das jetzt in einem anderen Glas schon mal hergerichtet. Hier unten seht ihr nochmal den Reis und exakt dieselbe Menge Wasser liegt oben auf. Und genauso macht ihr das dann in eurem Topf. Ganz einfach. Reis in den Topf. Höhe ist vollkommen egal. Kochlöffel rein. Höhe bestimmen. Kochlöffel raus. Markierung festhalten, Wasser hinzufügen, Kochlöffel wieder rein, bis zum Ende vom Reis, genau die Höhe Wasser muss oben aufliegen. Jetzt wird der Reis im Grunde nur noch mit einem Deckel oder mit Alufolie abgedeckt und dann auf dem Ofen einmal kurz aufgekocht. Dann packt ihr ihn am besten in den Backofen, dann wird er nämlich nicht anbrennen. 180 Grad, 15 bis 18 Minuten. Da passiert auch gar nichts, der wird ganz entspannt zu Ende kochen. Dann holt ihr den Topf da raus, macht die Alufolie oder den Deckel weg und ihr habt den perfekt gekochten Basmati. Oder den perfekt gekochten Reis, eurer Wahl. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Auf bald, der Tobi, Quickshot.